Hallihallo, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Ganz spontan kommt noch ein kleiner Mini-Action-Haul. Muss ja nicht immer viel sein, aber ich war tatsächlich in dieser Woche dreimal. Gestern bin ich ganz spontan noch am frühen Abend oder eigentlich schon späten Abend losgefahren, weil ich habe mir ja jetzt wieder eine Stanzmaschine gekauft und ich wusste, die kommt heute an. Die habe ich einem Mädel abgekauft, die Stanzmaschine von Action. Und ich wusste, wie gesagt, gestern laut Sendungsverfolgung, die kommt heute an. Da dachte ich, oh mein Gott, mir ging es gestern eigentlich ziemlich bescheiden, aber ich bin echt noch nach Action oder zu Action gefahren, nach Action. Ich wollte eigentlich sagen nach Biesdorf. Ich war tatsächlich gestern nämlich im Biesdorf, weil ich erfahren habe, dass es da Stanzen gibt. Und bevor ich in irgendeine Filiale fahre und ich keine Stanzen bekomme, wäre ja ärgerlich gewesen. Ich habe Stanzen bekommen, das war mein Hauptziel, denn heute möchte ich ordentlich mir einkurbeln. Und na klar, habe ich auch wieder ein paar andere Sachen mitgenommen, aber nicht so viel. Ich zeige euch das ganz schnell. Ich filme jetzt auch direkt mal am Schreibtisch. Und zwar habe ich einmal diese Croissants. Die habe ich noch nie gesehen, aber ich gucke in dieser Abteilung irgendwie auch gar nicht. Ich habe mir heute übrigens die Nägel machen lassen. Ja, meine Nägel sind wieder schön. Da freue ich mich. Und ja, also einmal Croissants. Dann habe ich für die liebe Jessica diesen Kolm, Brennholzkolm, Brennstift mitgenommen. Genau, das ist für die liebe Jessica. Dazu gehören ja diese, wo haben wir sie denn? Diese Sets. Das fragte sie mich, ob die da sind. Und auch das habe ich ihr mitgebracht. Das ist einmal dieses Set mit Zahlen und ja, Zeichen. Und hier mit einem Herzchen. Und dann haben wir noch dieses Set mit Buchstaben. Genau. So, dann habe ich diese Sticker entdeckt. Die habe ich für die Kinder mitgebracht. Da werde ich den Kindern was schicken. Ich finde die nämlich ultra süß und ich hoffe, die Kids auch. Aber das ist doch eigentlich immer was Schönes. Genau, da haben wir einmal hier die Eiskönigin, zweimal. Dann habe ich natürlich auch was für die Jungs. Wir haben ja auch Jungs dabei, ne, bei den Sonnenschein-Kids. Da kann ich ja keine Prinzessin holen. Da haben wir hier The Cars. Ja, finde das schön mit der Streudeko hier drin, auch zweimal. Und zweimal hier so, ja, Schneewittchen und Co. Prinzessinnen halt. Ne, so. Für die Mädchen. Das ist für die Sonnenschein-Postkinder. Dann haben wir hier nochmal von diesen Blöcken drei. Das war so der Restbestand. Ich habe jetzt die drei noch mitgenommen. Das hatte ich beim letzten Mal nämlich nicht. Das ist auch hier wieder für Umschläge. Das ist so, wir haben ja hier wieder zwei Bögen mit Stanzteilchen. Damit können wir das Ganze verzieren. Wie gesagt, sind Umschläge, die braucht ihr nur rausholen und an der Falzlinie knicken. Ist ja eigentlich selbsterklärend. Und das ist so ein bisschen, ja, wie sagt man, Craft Farm. Da haben wir einmal das. Dann haben wir dieses. Das sind auch, nee, das sind jetzt, glaube ich, wieder die. Sind das, ich sehe das gerade gar nicht, sind das die Pillow? Ja, das sind die Pillowboxen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal hatte. Zeige ich euch nochmal eben. Das ist das. Wie gesagt, Pillowboxen. Und einmal das nochmal. Wie gesagt, das waren so die drei, die da waren. Ich glaube, das hatte ich schon. Das hatte ich euch gezeigt mit dem Eis hier. So ein bisschen kawaiig. Ist ganz süß. Ja, da könnt ihr, finde ich sehr schön, könnt ihr halt diese Umschläge machen. So, das wäre das. Dann habe ich für mich nochmal, Gott sei Dank, diese Blöcke bekommen. Die habe ich in den ganzen Filialen nämlich nie gesehen. Die sind klasse, damit mache ich gerade gerne so Stanzteilchen. Da haben wir diese Glitzerpapiere und da sind leider nur 10 Stück drin. Deswegen natürlich schnell weg. So 10 Blatt ist natürlich schnell mal aufgebraucht, wenn man Karten bastelt oder so. Ich habe auch leider jetzt nur zwei Blöcke bekommen. Dann habe ich
die letzten, also ich hatte ja, ich war ja die Woche nun dreimal, hatte euch ja Washi-Tapes gezeigt, es gibt ja neue Washi-Tapes, da waren aber nicht alle bei. Ich habe jetzt hier nochmal das entdeckt, das hatte ich beim letzten Mal nicht mitgenommen, das habe ich jetzt deswegen nochmal gleich mitgebracht. Das ist meiner Meinung nach nicht neu, aber ich habe es mal mitgebracht für die Gruppe. Dann haben wir das. Und auf jeden Fall ist das neu, dieses, was auch zu den neuen Metallic Tapes gehört. So, dann habe ich tatsächlich nochmal diese neuen Sheets bekommen. Aber auch nur ein paar. Na, Moment, hier ist eine Packung auf. Das gefällt mir nicht. Moment, Moment. Aber das finde ich ja immer ätzend, dass das hier alles teilweise scheinbar auch aufgerissen wird. Moment. Ja, muss ich später mal nochmal zukleben. Oh Gott. Hilfe! Mann, was ist das denn? Moment, ich hab's gleich. Ich hasse sowas, ne? So offene Verpackungen. Oh mein Gott, ist das kacke. So, jetzt aber. Und zwar habe ich nochmal dieses Set. Dann das. Das. Hier diese Glitzer-Sheets. Mal gucken, ob ich vielleicht. Ich habe jetzt wieder eine Stanzmaschine. Hier die. Ob ich vielleicht davon noch was behalte. Ich mag ja so Glitzer total gern. Und hier haben wir die Metallic-Sheets. So. Für mein Schatzi habe ich Hundeshampoo. Ich hatte ja mal dieses andere Set: Shampoo mit Spülung. Aber ich muss sagen, das gefällt mir irgendwie besser. Ja. Das riecht auch gut. Also das finde ich, muss ich sagen, wirklich ganz, ganz cool. Für Schatzi. Für mich habe ich von Nivea auch ein Shampoo gekauft. Riecht übrigens auch sehr geil. Aber richtig. Oh, jetzt ist mir gleich mal eine Ladung in die Nase. Also einmal Nivea Shampoo und eine... Upsa! Und eine Spülung. Ja, auch sowas muss ja sein. Und zu guter Letzt, da sind sie, meine heißgeliebten Stanzen, die ich jetzt auch habe. Ich hatte, wie gesagt, Glück. Ich habe jetzt, wie gesagt, wieder die Stanzmaschine und mit dem, was ich gerade im Moment sehr, sehr gern und viel bastel, das sind so Buttons und so, ist das natürlich toll. Da muss man nicht jedes Mal den Plotter anschmeißen. Wobei, der bei mir ja trotzdem läuft. Trotzdem, ich habe jetzt eine Stanzmaschine. Mein Gott, die von Action ist toll, die war günstig. Ich habe mir diese Stanze gekauft. Dann diese, die kennen wir ja alle, dann hier diese Briefmarken-Style. Dann habe ich die, ja, die habe ich mir hier auch mitgenommen. Und natürlich die Tags, die müssen sein. Genau, und das Ganze, ja, man macht das immer nie, aber das Ganze sieht dann so aus, wenn man einfach mal das Ganze umdreht, was ich ja irgendwie nie peile und nie mache. Aber ich zeige euch das jetzt nochmal, wie das dann aussehen kann, wenn man das Ganze stanzt. Aber ich meine, eigentlich wie ist man das, ja? So. Und das wäre schon mein kleiner Haul. Wie gesagt, ich war ja die Woche nun dreimal. Ich habe jetzt nicht so viel gekauft. Mir ging es um die Stanzen. Dennoch, seht ihr, hat man doch wieder ein bisschen was mitgenommen. Und ja, das war's, meine Lieben. Ich wollte das schnell abgedreht haben, weil ich möchte die Stanzen heute noch benutzen und der Rest hier geht dann heute in die Gruppe. Ich habe die Sachen nämlich noch hier liegen und also von den letzten Holz, die habe ich noch nicht abfotografiert. Das muss in die Gruppe, das werde ich jetzt gleich alles machen. Also ein bisschen Zeitdruck. Wir haben nämlich schon 5:30 am Abend. Ich war heute den ganzen Tag unterwegs, einkaufen und Nägel machen mit meiner Freundin. Die kam mit, Gott sei Dank, weil ich sitze da nicht gern alleine. Das ist immer nicht so, wenn man Angststörungen schiebt. Aber wer schön sein will, muss alleine. Und ich musste meine Nägel machen lassen. Jetzt kann ich endlich auch mal wieder meine Hände zeigen. Man schämt sich ja schon. Meine Naturnägel sind echt, echt voll die Katastrophe. Ja, ich habe diesmal auch nur ja, so ein bisschen Natur, also wirklich nur ein bisschen French mit ein bisschen Glitzer genommen. Jetzt komme ich mal zum Schluss. Ich habe noch zu tun. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, meine Lieben. Und bis zum nächsten Video. Ciao.